Neues Update ist da. Der Kampf bei Daily Bugle soll jetzt in die finale Phase reingehen. Neue Sachen hier und da, Items. Wir schauen uns mal alles Neue an, was Epic so reingebracht hat in die gesamte Suppe und in die Geschichte. Stand aktuell kämpft ja die IO und die 7 um Daily Bugle. Gibt aktuell so ein bisschen das Gerücht, dass auch der Zeppelin abstürzt. In 2 Minuten sollte es soweit sein. Und dann schauen wir mal, ob sich irgendwie das Ganze in der Runde so aktualisiert. Und zack, der Zeppelin ist weg. Falls das überhaupt um 15 Uhr kommt. Ne? Wir wissen ja nur, dass der Zeppelin ja abstürzt. Im Prinzip müsste eigentlich nächste Woche der Kampf um Coney Crossroads starten. Dann würde da die IO kämpfen und bis dahin muss das hier eigentlich Finish sein, ne? Deswegen, die 7 kämpfen da unten noch. Ihr schafft das! Ihr schafft das! Ich glaub an euch! 7! Hilft den 7! Nee, deutig. Alter, als ob ich bei denen helfe. So, schauen wir mal, ob das irgendwie was ändert. Okay, wir haben Punkt 15 Uhr. Live in-game passiert natürlich leider nichts. Kein Map-Update innerhalb der Runde. Aber wir gucken mal, wenn wir das neu starten. Oh! Nächste Phase des Kampfes, Leute. Oben rechts hat die 7 alles erobert. Seht ihr? Die komplette Zone hat sich verschoben. Der Kampf um Daily Bugle ist zu Ende. Und da ist der Zeppelin im Wasser. Der ist abgestürzt und gibt es schon eine neue Kampfzeile? Nee, Kondo Canyon wird der nächste Kampf sein. Ihr seht es hier, die 2 Fronten, ne? Ist jetzt Niemandsland. Dort wird der nächste Fight sein. Wir schauen uns mal den abgestürzten Zeppelin an. So, von oben ist ganz schön weit abgedriftet, ne? Da ist Daily Bugle. Da brennt auch schon wieder ein neuer Wächterturm. Da gehen wir auch mal gleich drauf. Aber der ist ja mal komplett abgeschoben worden. Hier sehen wir noch so die Überreste. Es fackelt und Öl kommt raus. Ein bisschen Season 2 Vibes mit Derek, ne? Mit der Ölspur in der ganzen Geschichte. Und schauen wir mal, was wir da drinnen da erkunden können. Da schießt schon jemand Raketen ab. Da ist auch noch ein Geschütz, das funktionsfähig ist. Ah, okay. Damit kannst du da auf jeden Fall mal dich wegschleudern lassen. So, chill, chill. Yeet! Ah, Community. Sind das alles Community-Mitglieder? Nee. Boah, es ist so schwierig, mit dem zu zielen, ne? Oh, es tut mir leid. Okay. So sieht's im Zeppelin aus, Leute. Es ist zerstört und es gibt auch einen neuen entdeckten Ort, den man dabei machen kann. Sweet North Carolina. Apropos North Carolina, Leute. Während wir uns diesen kaputten Zeppelin anschauen, will die Community mich kaputt machen. Ja. Haben hier den schärfsten Chip auf der Welt. 1,5 Millionen Scoville. Caroline Reaper ist hier drauf. Und die Community will, dass ich den esse. Machen wir jetzt on stream und so weiter, ne? Da ist sogar ein Chip und so weiter drin. Das heißt, nach diesem Video könnt ihr gerne da nochmal vorbeischauen mit Handschuh, damit man sich nichts abfackelt. Es wird schmerzen. Hier steht auch noch drauf, irgendwelche letzte Worte. Vielleicht ist es auch das allerletzte Video für Fortnite, Leute. Vielleicht ist es auch mein allerletztes Video überhaupt auf dem Kanal und mein allerletzter Stream. Wenn von mir nichts mehr kommt, sagt meiner Frau und Kinder, dass ich sie liebe, auch wenn ich den Feuermagier und Eismagier verfehlt habe und den Feuerball, Leute. Nach so vielen Jahren, es tut mir leid. So, aber das ist nicht alles mit dem Zeppelin und so weiter. Wir haben auch 2 neue Items in dem Spiel, die wir benutzen können. Hier der Wächterturm neben Sleepy Sound wurde jetzt auch zerstört. Die 7 kämpfen hier zurück und um die Freiheit. Ich habe gerade einen Panzer gesehen. Ist das ein IO-Panzer oder ist das ein 7-Panzer? Ist ein 7-Panzer, ne? Ja, ist ein Panzer der 7. Also auch hier steigt wieder Rauch auf, aber haben wir schon gut zurückgeschlagen jetzt, ne? Finde ich. Eines der ersten neuen Items, Leute, die Jetpacks sind wieder back. Besonders im Nicht-Bauen-Modus sind die wichtig, aber auch im normalen Bau-Modus sind die aufwand. Gut, um vom Zeppelin zum Beispiel runterzukommen, findet ihr aber auch tatsächlich fast ausschließlich. Ich weiß nicht, ob das auch von Item-Drops vorhanden ist, aber eigentlich findet ihr nur hauptsächlich in Zeppelinen. Die hängen dann dort an den Wänden. Könnt ihr dann abnehmen. Genauso wie hier. Seht ihr, zack, könnt ihr direkt neu machen. Dann habt ihr einen neuen. Also Jetpacks in allen Zeppelinen hier auf der Map, die es noch gibt. Die sind verteilt. Nur nicht in abgestürzt, ne? So, ne? Deswegen, coole Sache. Besonders im Nicht-Bauen-Modus, denke ich mal, sehr interessant. Aber, kleiner Tipp, beim Nicht-Bauen-Modus nicht in die Lüfte gehen. Ihr werdet so zerschreddert sein. Es waren doch nur 5 Meter, oder? Es waren doch nur 5 Meter. So, checken wir mal Daily Bugle aus. Ja, die 7, nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Als ob die dieses Logo gehisst haben. What? Wieso? Das ist doch nicht deren Logo, oder? Als ob das die ganze Zeit deren Logo ist. Ghost, nicht nur Ghost, das ist auch von Ego. Von Season 1 damals.
Hä? Das ist wrong. Und es gibt neue Voting Stations, Leute. Wir können jetzt hier wieder bei Daily Bugle Geschütze ausrüsten und platzieren. Logischerweise, das ist Nummer 1 hier direkt neben dem Zelt. Ansonsten haben wir hier die 7 ein paar Wachen positioniert. Es gibt ein paar Panzersperren, Kanister, guten Tag. Ja, finde ich auch. Bezahlung ist scheiße. Hier kann man einen Schlachtenbus finanzieren bei Daily Bugle und der ist auch schon echt gut dabei. Schon 15%. Interessant. So, hier stehen auch noch so ein paar Container, ein paar Sandsäcke. Spider-Man-Logo ist immer noch drauf. Und hier ist noch eine Bezahlstation. Ah, nee, das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Das ist für die Waffenvoting. Soweit. Oh! Ein neuer Panzer. Hier ist der neue Panzer, der 7. Die haben die IO-Panzer tatsächlich umgemalt. Man sieht, dass sie das sehr, sehr grob gemacht haben, ne? Einfach die schwarze Lackierung blau bemalt und besprüht. Und schon haben wir. Ansonsten 1:1 der gleiche Panzer. Genauso wie bei den 7. Auch oben das Geschütz. Hat nur eine blaue Optik, ein bisschen blauen Anstrich bekommen. Interessant. Also für ein Content-Update ist ganz schön viel passiert, würde ich sagen. Und wir sind immer noch nicht fertig. Wir suchen immer noch ein neues Item, was jetzt reingekommen ist wegen Ostern. Was auch natürlich neu ist an Update-Tagen, Leute, ist eine neue Mission in der Storyline. Und zwar Woche 4. Bin ich noch nicht so weit. Hätte man jetzt nochmal eine kleine Questline. Dort reden die auch darüber, dass sie den Panzer übernehmen und so weiter. Ne? Das, was jetzt auch bei Daily Bugle ist. Mit passend zu Ostern, Leute, wurden auch wieder Ostereier versteckt. Ne? Eines der Locations ist hier neben Rocky Reels, habe ich jetzt gefunden. Gibt es aber bestimmt auch viele andere bei Tilted irgendwie auf dem Berg oder bei Camp Cuddle irgendwo auf dem Berg. Irgendwo findet man die und kann man dann auch tatsächlich essen. Und dann hat man tatsächlich Low Gravity, wie ein Häschen. Zack, dann kannst du die Häschenparty direkt steigern. Kannst du auch direkt mitnehmen. Dann hast du die auf jeden Fall dann auch in der Tasche. Und dann kannst du die Mampfen geben, auch Schild tatsächlich. 5 Schild, chillig. Ja, ne, da sind sogar 3 neue Items in diesem Update, Leute. Nicht nur 1. Was ist hier los? Wer macht hier eine Plantage? Ist das legales Pflanzenzeug? So, und da sind wir auch schon direkt bei dem illegalen Pflanzenhaus, Leute. Mit dem Eierwerfer auch wieder back in the stack. Ne, ist wieder dabei. Aber vom Verhalten her ist es tatsächlich der alte Granatenwerfer. Der macht mehrere Bouncers plus der 2-Sekunden-Delay, bis sie explodieren. Ihr wisst ja, der Granatenwerfer wurde hier ein bisschen geändert, so dass er nur einmal bounced und beim zweiten Aufschlag explodiert. Aber das Verhalten beim Eierwerfer ist tatsächlich der alte Granatenwerfer. Der bounced tatsächlich, beziehungsweise der braucht so circa 5 Sekunden zum Explodieren. Und ist damit ein bisschen schwieriger zu treffen, aber macht auch eigentlich boink. Boink. Okay. Dicke, bunte Eier haben wir auch im Spiel. Also das ordentliche Paket. Lass uns nochmal kurz zum Zeppelin gehen und mal das in der Inneren nochmal angucken. So, nochmal das Zeppelin in Ruhe anschauen. Schauen wir mal, ob die Tür aufgeht. Oh. Abgestürztes IO-Schiff Daily. Schade. Da ist zumindest schon mal das Ding zu. Leute, ich sag's euch. Ich sag's euch. Jetzt, wo die Tresortür bei Command Cavern nicht mehr so interessant ist, Klombo. Klombo ist in diesem Zeppelin drin. Und da werden die Leute wieder reinmachen. Oh mein Gott, hört mal an, wie traurig er ist. Er trinkt gerade Klombo im Zeppelin. Da werden sich wieder die ganzen Cringe-Lords und Lügenverbreiter auf jeden Fall wieder herziehen und dann sagen, ich bin im Zeppelin reingegangen und dort gab es was Krasses und was auch immer. Und wir machen das als erstes. Ich mache als erster so ein Video, wo ich direkt die Mythe baste. Aber sonst ein Hintereingang oder sowas? Ah doch, da oben war doch noch was, ne? Da oben war doch noch was. Ah, okay, da sieht's eher zu aus, ne? Ja, da sieht nicht so aus, als ob wir da reinkommen, ne? Wir kriegen sogar Feuerschaden, weil hier voll die Flamme ist. Zeppelin ist verschlossen vorerst. Aber wir werden das Geheimnis lüften, Leute. Ein wirklich schönes Content-Update, muss man sagen. Viele Sachen, die reingekommen sind. Für so ein kleines Mini-Update haben wir tatsächlich... Jetzt finde ich den Launcher natürlich direkt am... Direkt neben der Kanone, Alter. Ey, wieder stundenlang gesucht dafür das Ding. Ne, gerne Like-Button reinhauen an dieser Stelle, wenn euch das Video gefallen hat. Abo-Button und Glocke natürlich auch, um den Algorithmus zu supporten. Um die 820.000 zu knacken. Es würde mich mega freuen. Rein in den Stream für einen scharfen Chip. Und auf der rechten Seite findet ihr ein paar Secrets aus dieser Season, die ein bisschen versteckter sind und nicht im neuen Update drin sind und auch noch keiner erklärt hat, die ihr tatsächlich nicht kennt. Checkt es aus und gebt mir Flosse. Klapp.